So, Montag, der 13. Juni 2022. Ich bin mal wieder am Rathaus, City Hall, denn gestern fand die Nachwahl zur Bürgermeisterwahl statt. Denn am 22. Mai, als die eigentliche Wahl war, gab es in zwei Wahllokalen kleine Unstimmigkeiten, sodass für diese eine Nachwahl angeordnet wurde, die gestern stattfand. Und nunmehr steht das amtliche Endergebnis bekannt, wie man so schön bei Lottozahlen ja sagt manchmal. Ich kann es nicht lesen, aber ich weiß ja, wer die Nummer 1, 2, 3, 4 waren. Also der Kandidat Nummer 1, Bohramed Gambicet, ist der neue Bürgermeister mit 14.482 Wahlstimmen. Am zweiten Platz ist die Nummer 4, Sinchai Vatanasathorn, mit 12.524. Die Nummer 3 ist auch Platz 3, das ist der Kandidat der Progressiv Movement Bewegung, Kun Bob, und der ehemalige Bezirksamtschef Kun Sakshai hat knapp 1000 Stimmen und abgeschlagen am Ende. Ja, demnächst wird dann also der neue Bürgermeister offiziell dann eingesetzt mit einer Zeremonie, denke ich mal. Und dann geht es im Pattaya aufwärts. Also das war kurz der aktuelle Stand. Bürgermeisterwahl hier in Pattaya. Bye, bye.